Die Energiekosten steigen und steigen und der Gesetzgeber hat sich überlegt, dass er seine Bürger entlasten möchte mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022. Was du als Selbstständiger darüber wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und der Gesetzgeber hat ein ganzes Maßnahmenpaket verabschiedet, wie er seine Steuerpflichtigen entlasten möchte. Und natürlich ist das auch relevant für Selbstständige und diese Punkte schauen wir uns in diesem Video mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Die erste Maßnahme, die du kennen solltest, ist die Erhöhung des Grundfreibetrages. Und zwar lag der Grundfreibetrag bei 9.984 Euro in diesem Jahr. Jetzt wurde er allerdings rückwirkend ab dem 01.01. angehoben und zwar auf 10.347 Euro. Das bedeutet, der Grundfreibetrag ist jetzt ein wenig höher und das beeinflusst uns alle. Das bedeutet nämlich, dass die ersten 10.347 Euro für uns alle steuerfrei sind und damit verschiebt sich auch die Grenze, ab dem ein nächst höherer Steuersatz greift. Wenn du nicht genau weißt, wie die ganze Steuerberechnung eigentlich funktioniert in Deutschland und was der Unterschied zwischen Spitzensteuersatz, Grenzsteuersatz und dein individueller Durchschnittssteuersatz ist, dann schau dir unbedingt das Video einmal an, was ich dir hier oben rechts verlinke. Da erfährst du nämlich, wie die ganze Berechnung funktioniert und wie für dich auch ein höherer Grundfreibetrag günstig ist. Den zweiten Punkt, den du kennen solltest, ist der höhere Arbeitnehmerpauschbetrag. Der lag ja immer bei 1.000 Euro und der wurde jetzt um 200 Euro angehoben auf 1.200 Euro. Das heißt, Angestellte können jetzt in ihrer Einkommensteuererklärung 1.200 Euro als Pauschalbetrag absetzen, ohne die tatsächlichen Kosten nachzuweisen. Ja, ich gebe zu, das ist nicht wirklich eine Sache, die Selbstständige wissen müssen. Das heißt, wenn du ausschließlich selbstständig bist, dann kannst du davon nicht profitieren. Aber wenn du nebenbei noch angestellt bist oder hauptberuflich angestellt bist und nebenberuflich selbstständig, dann kannst du natürlich jetzt auch den höheren Arbeitnehmerpauschbetrag für dich nutzen. Den dritten Punkt, den du kennen solltest, ist die höhere Entfernungspauschale, umgangssprachlich so die Pendlerpauschale. Das ist die Pauschale, die du steuerlich geltend machen kannst für die Fahrten zwischen deiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte. Wenn du woanders arbeitest, als du wohnst, dann kannst du ja den Weg zur Arbeit irgendwie steuerlich geltend machen. Und da konntest du immer 30 Cent pro Entfernungskilometer ansetzen für die ersten 20 Kilometer und ab dem 21. Kilometer galten 35 Cent. Und das wurde jetzt geändert und zwar auch hier rückwirkend ab dem 01.01. kannst du ab dem 21. Kilometer 38 Cent ansetzen. Das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf die Firmenwagenbesteuerung. Das heißt, wenn du ein Auto im Betriebsvermögen hast, dann musst du darauf ja Steuern bezahlen. Und in dieser ganzen Berechnung spielen diese Fahrten natürlich eine Rolle. Wir haben zu dem ganzen Thema schon eine ganze Videoreihe aufgenommen, die findest du unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal vorbei. Wir haben unter diesen Videos auch ein Berechnungssheet verlinkt, was wir jetzt auch aktualisiert haben. Den vierten Punkt, den du kennen solltest, ist die Energiepreispauschale. Das sind diese 300 Euro, die dir der Gesetzgeber irgendwie zukommen lassen möchte. Bei Angestellten ist das relativ einfach und zwar werden diese 300 Euro einfach auf deiner Gehaltsabrechnung im September aufgeschlagen. Als Selbstständiger hat man ja keine Gehaltsabrechnung, da werden diese 300 Euro in der Einkommensteuervorauszahlung, die am 12. September fällig ist, verrechnet. Das heißt, bei dieser Einkommensteuervorauszahlung musst du 300 Euro weniger als Einkommensteuervorauszahlungen leisten. Wie die ganze Berechnung funktioniert, auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir natürlich auch einmal oben rechts. Fünftens hast du noch einen finanziellen Vorteil, wenn du ein Kind hast, für das du Kindergeld empfängst. Dann kriegst du nämlich einmalig 100 Euro extra von der Familienkasse ausgezahlt. Diese 100 Euro werden auch auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Der sechste Punkt ist die Absenkung der Energiesteuer. Die merkst du gar nicht ganz direkt im Portemonnaie, denn die zahlst du in der Regel gar nicht direkt, sondern indirekt. Und zwar an der Zapfsäule und zwar als Teil des Benzinpreises. Mit dieser Absenkung der Energiesteuer in den Monaten Juni, Juli und August sollten die Preise für 1 Liter Benzin um 30 Cent und 1 Liter Diesel um 14 Cent reduziert werden. Dass das Ganze nur so halb gut funktioniert hat, das sieht man schon an den Preisen. Der siebte Punkt ist das sehr bekannte 9-Euro-Ticket. Du kannst den öffentlichen Nahverkehr für 9 Euro im Monat nutzen. Natürlich kannst du dieses 9-Euro-Ticket auch als Betriebsausgabe absetzen. Wie du dieses Ticket auch als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst, ob du da noch einen Vorsteuerabzug hast und so weiter, das erfährst du, wenn du einfach einmal oben rechts klickst, denn auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Überblick über das Steuerentlastungsgesetz 2022 geben. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das waren noch nicht die letzten Regelungen, um die Energiepreise abzumildern. Damit du auf dem Laufenden bist, würde ich dir dringend empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du sagst, das sind alles Themen, mit denen du dich gar nicht selber beschäftigen möchtest, dafür hättest du am liebsten einen Steuerberater, dann verstehe ich das hundertprozentig, denn beauftrag uns doch einfach als dein Steuerberater. Wir sind digitaler Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.